Im folgenden Video zeigen wir Ihnen die Erstinbetriebnahme des Elektronikschlosses E70200. Dieses ist von Werk aus mit dem Mastercode 123456 programmiert. Die korrekte Codeeingabe wird mit einem Doppelton bestätigt. Im Anschluss kann der Regelwerksgriff in die geöffnete Position gestellt und die Tresortür geöffnet werden. Zum Verschließen muss die Tresortür nur wieder in den Korpus gedrückt und der Griff in die Verschlussposition gestellt werden. Das Schloss ist hiermit verriegelt. Die Eingabeeinheit bei dem E70200 wird übrigens neben der flachen Version auch mit einer vorstehenden Version angeboten. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Mastercode direkt nach Erhalt des Tresores umzuprogrammieren. Dazu empfehlen wir Ihnen, den Tresor zu öffnen. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein und betätigen Sie den Regelwerksgriff. Lassen Sie die Tresortür für die Umprogrammierung geöffnet. Für die Umprogrammierung drücken und halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis ein Doppelton ertönt. Im Anschluss geben Sie den aktuellen Mastercode ein, welcher mit einem Doppelton ebenfalls betätigt wird. Geben Sie im Anschluss Ihren neuen Wunsch-Mastercode ein. Nach dem doppelten Betätigungston geben Sie den neuen Code erneut ein, um Tippfehler oder Zahlendreher zu vermeiden. Die Umprogrammierung wird am Ende mit einem Doppelton bestätigt. Testen Sie den neuen Code bei geöffneter Tür und ausgefahrenem Regelwerk. Der neue Code wird mit einem Doppelton bestätigt und die Tresortür kann wieder entriegelt werden. Sie können den Tresor im Anschluss verschließen. Das Elektronikschloss E70200 hat neben dem Mastercode auch die Option eines Benutzercodes. Um diesen anzulegen, empfehlen wir Ihnen, die Tresortür zu öffnen. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein, entriegeln Sie den Regelwerksgriff und lassen Sie die Tresortür geöffnet. Um den Benutzercode zu programmieren, drücken und halten Sie die Taste 1 gedrückt, bis der Doppelton ertönt. Geben Sie im Anschluss den aktuellen Mastercode ein. Wenn dieser ebenfalls mit einem Doppelton bestätigt wird, geben Sie den Wunsch-Benutzercode ein, welcher auch sechsstellig sein muss. Wiederholen Sie danach den Benutzercode. Wenn am Ende ein Doppelton ertönt, war die Programmierung erfolgreich. Testen Sie den Benutzercode bei geöffneter Tür und ausgefahrenem Regelwerk. Geben Sie den Benutzercode ein. Sobald ein Doppelton ertönt, können Sie den Griff in die geöffnete Position stellen. Den Benutzercode können Sie löschen, indem Sie bei geöffneter Tür und entriegeltem Regelwerk die Taste 3 drücken und gedrückt halten. Geben Sie dann den aktuellen Mastercode ein. Sobald dieser mit einem Doppelton bestätigt wurde, können Sie die Funktion des Benutzercodes testen, indem Sie diesen einmal eingeben. Enttönt ein langes Signal, ist der Benutzercode wieder gelöscht. Der Tresor lässt sich momentan jetzt wieder nur noch über den Mastercode öffnen. Die flache Eingabeeinheit des Elektronikschloss E70200 bietet die Möglichkeit, bei einer schwachen Batterie das Schloss von außen nur zu bestromen. Dazu hat die flache Eingabeeinheit unten diese beiden Kontakte. Nehmen Sie sich eine neue 9-Volt-Block-Batterie zur Hand. Halten Sie den Minuspol der Batterie auf den linken Kontakt und den Pluspol der Batterie auf den rechten Kontakt. Während die Batterie an die Kontakte gehalten wird, kann der Mastercode wieder eingegeben werden. Betätigen Sie nach dem Bestätigungston den Regelwerksgriff und öffnen Sie die Tür. Nun können Sie die Batterie von den Kontakten nehmen. Um die Batterie zu wechseln, müssen Sie die Tresortür öffnen. Geben Sie Ihren Öffnungscode ein. Entriegeln Sie das Regelwerk, öffnen Sie die Tür. Die Batterie befindet sich in einem Batteriefach in der Türfalz. Entnehmen Sie das Batterieschubfach, nehmen Sie die alte Batterie raus, ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie und führen Sie zum Schluss das Schubfach wieder an das Batteriefach ein. Testen Sie die neue Batterie, indem Sie die Tresortür geöffnet lassen,
das Riegelwerk ausfahren und Ihren Öffnungscode einmal eingeben. Wenn Sie den Bestätigungston hören, können Sie den Griff wieder in die geöffnete Position stellen und die Tresortür verschließen.